Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Conclave, ein sehr interessanter neuer Film mit Ralph Fiennes. Was der Film kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Wenn Tedesco wirklich Papst wird, dann wird er ohne zu zögern 60 Jahre Fortschritt zum Erliegen bringen. Du redest, als wärst du die einzige Alternative. Wenn man Tedesco besiegen will, Das ist ein Konklave, Aldo, kein Krieg. Es ist ein Krieg! Und du musst dich bekennen, wo du stehst! Storytechnisch geht es um das Konklave. Also der Papst ist verstorben und es geht um die Wahl eines neuen Papstes. Das ist ein uraltes Ritual und Kardinal Lawrence steht hier im Mittelpunkt der Geschichte, denn er leitet das Konklave und organisiert das Ganze. Allerdings möchte er auch eine weltoffenere Kirche und da gibt es einige Kandidaten, die sehr konservativ, rückständig und ja, halt auch teilweise für ihn keine gute Wahl sind. Dementsprechend entsteht da auch so eine Art Rivalität zwischen verschiedenen Kandidaten und man muss sagen, es ist die erste Hälfte leider etwas träge und es braucht wirklich, bis es in Fahrt kommt. In der zweiten Hälfte wird es spannend. Wir haben einige Wendungen mit dabei, die man so nicht erwartet hätte. Und er ist vor allem halt sehr, sehr modern in seiner Erzählweise, obwohl er so einen uralten Ablauf hier genauer beleuchtet. Dementsprechend erzählerisch fand ich das richtig stark, vor allem mit der zweiten Hälfte. Am Anfang haben wir ein paar Längen drin, der ist auch mit 2 Stunden insgesamt ein Ticken zu lang. Ich würde sagen, 4 von 5 Punkten ist trotzdem sehr, sehr gut noch geworden. Weiter geht's zum Schauspiel. Da haben wir einige große, bekannte Schauspieler mit dabei, nämlich zum einen Ralph Fiennes, aber zum Beispiel auch Stanley Tucci. Die liefern richtig gut ab. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch die kleineren Rollen sind gut besetzt. Dementsprechend da dann auch 4 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, bleibt der Film ein bisschen zurück. Die hätten ein bisschen mehr machen können. Das ist schon alles toll in Szene gesetzt. Aber es ist so ein bisschen nüchtern, ein bisschen farblos. Und da hätte man einen cooleren, interessanteren, vielleicht auch manchmal düstereren Look bringen können. Und das haben sie hier leider nicht geschafft. Sonst finde ich das insgesamt sehr, sehr cool. 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, am Ende ist Conclave ein Film, der mich überrascht hat. Also auf der einen Seite habe ich erwartet, dass es irgendwie eine coole Thematik ist. In der ersten Hälfte war ich dann so, okay, es ist vielleicht doch nicht so spannend, weil im Grunde ist es wirklich ein langes Kammerspiel. Es wird viel geredet und so richtig spannend und zuspitzend wird es erst in der zweiten Hälfte. Und die kann dann richtig gut abliefern. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen und da macht es einfach Spaß zuzugucken. Dementsprechend am Ende trotzdem eine Empfehlung von 4 von 5 Punkten, auch wenn er ein bisschen zu lang ist. Ihr müsst wissen, worauf ihr euch einstellt, aber insgesamt mit 15 von 20 Punkten guter, starker Film geworden, was ich nach der ersten Hälfte erstmal so nicht erwartet hätte. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!